lustiger Roboter. Ah! Hilfe! Mein Auto wurde gestohlen. Hallo Freunde, es ist ein guter Morgen für einen Arbeitstag. Ich habe heute vieles zu tun. Wer ist das? Guten Morgen. Guten Morgen. Mir wurde gesagt, dass Sie Autos reparieren. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wie kann ich helfen? Was ist mit Ihrer Stimme los? Sind Sie erkältet? Ja, ein bisschen. Ich muss die Stoßstange und die Motorhaube wechseln. Ich habe sie vor ein paar Tagen beschädigt. Auch der Motor muss überholt werden. Es macht komische Geräusche. Es ist ziemlich dringend. Können Sie da helfen? Sicher. Ich versuche das alles in einem Tag zu erledigen. Können Sie das bis morgen erledigen? Geld spielt keine Rolle. Ich komme am Nachmittag zum Abholen vorbei. Tschüss. Der ist ein bisschen komisch. Aber ich fange wohl besser an, das Auto zu reparieren. Sieht aus, als sei es fertig. Ich werde eine Runde durch die Stadt fahren und das Auto testen. Na, funktioniert. Jetzt schauen wir mal, wie es fährt. Fährt super. Wirklich gut. Vielleicht fahre ich mal aus der Stadt raus, um zu sehen, wie schnell er fährt. Hi, hinter mir? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Sofort anhalten. Stellen Sie den Motor ab und fahren Sie zur Seite. Steigen Sie aus dem Auto aus und zeigen Sie mir Ihre Papiere. Hallo, Herr Polizist. Ich habe nichts Falsches gemacht. Wieso haben Sie mich angehalten? Handy Andy, dieses Auto wurde gestern als gestohlen gemeldet. Wo hast du es her? Es wurde heute zu mir gebracht zur Reparatur. Okay, verstehe. Das Auto hat GPS. So konnten wir es auffindig machen. GPS kann in jedem Auto installiert werden. Es schickt Signale zu Satelliten. Der Satellit sendet das Signal zur Polizeistation und wir können die Objekte jederzeit finden. Okay, Handy Andy. Ich denke, die Person, die dir das Auto gebracht hat, hatte es eilig. Oh ja, er will das Auto morgen abholen. Wir bleiben in der Nähe deines Hauses, um den Dieb zu fangen. Handy Andy, du musst mehr aufpassen. Die Nacht ist schnell vergangen. Es gab keine Fremden in der Nähe des Hauses. Hast du etwas gesehen? Ich habe auch nichts gesehen. Schau weiter. Achtung, das Objekt nähert sich dem Haus. Mach dich bereit, es könnte unser Dieb sein. Verstanden. Das ist unser Subjekt. Was sollen wir tun? Angreifen? Zu gefährlich.
Handy Andy ist dort. Der Verbrecher könnte bewaffnet sein. Wir können kein Risiko eingehen. Wir lassen ihn aus der Bahn fahren und verfolgen ihn dann. Zielperson fährt langsam davon. Lass ihn durch den Ort fahren und dann stellen wir ihm eine Falle. Verstanden. Ich warte auf Anweisungen. Sie folgen mich. Interessant. Dann zeig ich euch's. Achtung! Er hat uns bemerkt. Mach dich bereit. Wir müssen ihm eine Falle stellen. Das ist nicht nur ein Räuber, sondern ein Rennfahrer. Du kannst uns nicht entkommen. Du bist in der Falle. Er hat einen Hydrant erwischt. Wir müssen die Stadtwerke anrufen. Was eine Hetzjagd. Wir müssen Hilfe rufen. Er hat den Ort schon verlassen. Station 1. Wir verlassen den Ort. Wir müssen die Straße blockieren. Dieser Rennfahrer hat genug Probleme verursacht. Verstanden. Ich sperre die Straße. Stehen bleiben. Hände hoch und raus aus dem Auto. Sofort aussteigen. Macht euch bereit. Die Zielperson flieht. Wir brauchen Hilfe. Was ist los? Ich habe doch einen vollen Tank. Ich verstehe nicht. Alles nur wegen dir. Du hast mein Benzin aus dem Tank genommen. Ich konnte dich doch nach all dem nicht entkommen lassen. Das werde ich nie vergessen. Stopp, genug. Dein Job ist erledigt. Benimm dich. Du hast genug angerichtet. Vielen Dank, Handy Andy. Wir sind dir was schuldig. Gar nicht für, Herr Polizist. Ich bin immer bereit, der Polizei zu helfen. Manchmal muss man sich etwas ausdenken, um Verbrecher zu fassen. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt wirklich für alle seine Taten bestrafen können. Bis bald, Freunde. Hallo Freunde, ich habe einen Anruf von dem Präsidium bekommen. Ich soll vorbeikommen und eine Ansage machen. Deshalb bin ich hier. Hallo Handy Andy, danke, dass du so schnell zu uns gekommen bist. Wir haben unseren nachtlichen Raser mit Hilfe der Fingerabdrücke identifiziert. Diese Methode hat uns noch nie enttäuscht. Den Trick wendet man seit mehr als 100 Jahren an. Es hilft immer noch dabei, die Verbrecher zu identifizieren. Wissenschaftlich nennt man diese Methode DNS-Fingerabdruckmethode. Heutzutage kann man es auf zwei Arten erfolgen. Man kann den Finger mit spezieller Tinte bestreichen und auf Papier drücken. Oder alternativ Scanner an Computer anschließen und die Fingerabdrücke einscannen.
Das Geheimnis liegt darin, dass jeder ganz einzigartige Fingerabdrücke hat und wir ganz genau identifizieren können, zu welcher Person die Abdrücke gehören. Okay, hier ist er, Razor. Darf ich euch vorstellen? Razor, ich habe schon seine Biografie gelesen. Ich muss dir noch sagen, Handy Andy, wir haben ihn gerade rechtzeitig geschnappt. Oh, er ist nicht irgendein Verbrecher. Seit seiner frühen Kindheit hat er sich für Technik und Autos interessiert. Er hat schon als Teenager an verbotenen Straßenrennen teilgenommen. Er wurde schon ein paar Mal verhaftet. Aber er hat jedes Mal ohne große Bestrafung geschafft, sich herauszureden. Aber mit seinem Alter sind seine Wünsche gewachsen. Er hat angefangen, Autos zu stehlen. Für die Polizei wurde er zu einem regelrechten Albtraum, weil er oft in letzter Sekunde entkommen ist. Ah! Hilfe! Mein Auto wurde gestohlen! Handy Andy, du hast echt tolle Arbeit geleistet, ihn zu stellen. Danke. Wow, ich bin überrascht. Obwohl, wieso? Als wir angefangen haben, diese Musikdröhner zu jagen, war mir klar, dass das keine Anfänger sind. Es war sicher nicht ihr erstes Mal, vor der Polizei davonzufahren. Erinnert ihr euch, wie sie auf dem Fabrikgelände entkommen sind? Und der Tunnel, in dem sie sich versteckt haben. Vom Hafen gar nicht zu sprechen. Sie waren zu allem bereit. Stop! Help! Sogar in einem U-Boot zu entkommen. Aber... Es tut mir leid, Handy Andy. Der Alarm. Die Stadtbank. Wir müssen unser Treffen verschieben. Ich muss mich beeilen. Entschuldige mich. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich verstehe schon. An alle Einsatzwagen. Der Alarm wurde im Bank ausgelöst. Volle Einsatzbereitschaft. Alles klar. Wir sind unterwegs. Halte uns auf dem Laufenden. Wir sind gleich da. Nur noch zwei Blocks. Beim nächsten Mal geht es weiter. Alle auf Position. Waffen bereit. Volle Einsatzbereitschaft. Wie ist das nur möglich? Das ist komisch, dass der Alarm losging. Das ist ja noch nie passiert. Wer hat uns denn dann gerufen? Es gab also gar keinen Einbruch. Der Alarm wurde aktiviert, aber der Safe wurde nicht ausgeraubt. Ich verstehe das nicht. Ich gehe nach Hause. Alle Polizeiautos sind für den Notruf ausgerückt. Es ist niemand hier. Ich denke, ich werde meine Aussage über Razor das nächste Mal machen. Was ist das? Das war aber eine kräftige Explosion. Kam das aus dem Präsidium? Aber Razor ist doch dort. Er ist entkommen? Jetzt verstehe ich, woher die Explosion kam. Die Wand aus Beton. Man kann nicht darunter graben. Deshalb haben sie sie gesprengt. Okay,
Ich muss den Flüchtling finden, bevor es zu spät ist. Ja, Handy Andy, am Apparat. Was? Was hast du gesagt? Verstanden. Danke für die Information. Alle Einsatzkräfte sofort zurück zum Präsidium. Es gab eine Explosion. Der Verdächtige ist entkommen. Ich bin dir was schuldig. Dein Plan hat perfekt funktioniert. Danke, Kumpel. Das werde ich nie vergessen. Der Boss hat befohlen, dich da rauszuholen. Komme, was wolle. Der Alarm in der Bank war ein super Ablenkungsmanöver. Hahaha. Los zum Auto. Wir müssen hier weg, bevor die Polizei uns findet. Schneller, schneller! Vielleicht kann ich sie stoppen, bevor die Polizei zurückkommen. Sie können noch nicht weit weggekommen sein. Aha, hier sind sie. Ich werde sie verfolgen. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Hört ihr mich? Hahaha. Ha, ha. Das glaubst auch nur du. Verlieren wirst du sowieso. Hahaha. Ha, ha. Wir werden ja sehen. Ich habe schon gegen bessere Rennfahrer gewonnen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Hetzjagd. Na, hast du uns? Ich habe sie nicht entwischt, Herr Polizist. Sei nicht aufgebracht, Handy Andy. Wir werden sie bald fassen. Alles ist gut, Boss. Alles läuft nach Plan. Wir sind bald da. Denkst du, er geht uns in die Falle? Auf jeden Fall. Sie ist sein bester Freund. Wir haben ihm genug Hinweise hinterlassen. Er sollte dem Spiel folgen. Hahaha. Oh ja, das war einfach mit den Fußspuren. Ah ja, und die Zapfen, die sind nicht schwer zu finden. Und natürlich den Ast. Ich denke, er wird schon alles schnell verstehen und schnell kommen, um Emmy zu retten. Hallo Freunde, ich bin auf dem Weg zu Emmys Haus. Wir sind heute verabredet. Ich habe sie den ganzen Tag versucht zu erreichen, aber sie hat nicht geantwortet. Ich schau mal, was los ist. Komisch, dieser Abdruck ist noch frisch. Er erinnert mich an etwas. Aber an was bloß? Die Garage steht offen, aber das Auto ist noch da. Ich glaube, es ist etwas passiert. Oh, diese Fußabdrücke sind sicher nicht von Emmys Stiefeln. Offensichtlich war ein Mann hier und hatte Dreck an den Schuhen. Was ist hier bloß passiert? Zapfen? Ein Nadelholzast? Fußabdrücke auf dem Boden, Männerabdrücke von Stiefel, Kegel und ein Nadelholzast. Ha!
Ich verstehe, was passiert ist. Hallo, hier ist Handy Andy. Ich brauche dringend Hilfe. Emmy wurde entführt. Sie haben sie in den Wald gebracht. Ja, sofort. Ich warte beim Wald auf euch. Beeilt euch bitte. Schneller. Wir müssen Emmy retten. Wir können keine Zeit verschwenden. Aha. Ja, die Abdrücke sagen einiges. Hier die Reifenabdrücke. Das kann uns helfen zu erklären, welches Auto die Abdrücke hinterlassen hat. Ein Auto oder ein LKW. Der Fußabdruck von den Stiefeln. Wir können die Länge messen und ermitteln, ob der Druck von einem Mann oder einer Frau gehört. Ich habe so erkannt, dass der Reifenabdruck zu einem LKW gehört und Männer in Emmys Haus waren. Denn der Stiefelabdruck gehört definitiv einem Mann. Die Zapfen und der Ast kamen vom Wald. Ich bin mir sicher. Deshalb denke ich, die Entführer kamen aus dem Wald und haben dort eine Unterkunft. Der gleiche Abdruck war bei Emmys Haus. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Schaut, da ist Emmys Schuh. Ich habe den anderen unter ihrer Kommode gesehen. Okay, wir suchen auch im Wald nach Emmy. Hallo, am Apparat. Station 1 hier. Station 1, wir haben einen Notruf erhalten. Der Alarm in der Stadtbank wurde aktiviert. Schon wieder? Okay, ich schicke jemanden zum Nachsehen. Fahr bitte zur Stadtbank. Schau einmal nach. Der Alarm wurde wieder aktiviert. Vielleicht ist das Sicherheitssystem kaputt. Verstanden. Ich bin unterwegs. Los geht's, Handy Andy. Wir müssen Emmy finden. Schneller! Wir sind fast da. Umrundet die Hütte. Wir müssen alle Ausgänge versperren. Hier spricht die Polizei. Sie sind umzingelt. Ergeben Sie sich und verlassen Sie nacheinander das Gebäude mit den Händen in der Höhe. Ich kann einfach nicht hier rumstehen und warten. Emmy ist da drin. Ich muss hinein. Handy Andy, nein! Das kann eine Falle sein. Ist alles in Ordnung? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Handy Andy, das war alles von denen geplant. Sie haben sich eine Falle ausgedacht, um dich und die Polizei abzulenken. Was? Was meinst du damit, Emmy? Sie haben dir eine Falle gestellt. Der Plan ist ziemlich ausgereift. Sie haben einen großen Diebstahl geplant. Ich weiß die Details nicht. Ich glaube, sie haben es geschafft, jetzt wo ihr hier seid. Emmy, beruhige dich. Alles ist gut. Wir haben dich gefunden und das ist jetzt das Wichtigste. Das kann doch nicht wahr sein, Handy Andy. Die haben uns schon wieder ausgetrickst.